Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Bruder habe ich ein Stemmeisen bekommen, das ist ziemlich verunstaltet. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr das wieder scharf bringt und dass das nicht mehr so schlimm ausschaut. Zuerst fange ich am Bandschleifer an, dass ich diese starke Beschädigung so gerade wegschleife. Das hat den Vorteil, dass es einfach sehr zügig geht. Immer wieder regelmäßig kühlen, damit der Stahl nicht so ausglüht und dann Härte verliert. Kann nicht lange schleifen, immer wieder regelmäßig kühlen. Und wenn die Beschädigung weg ist, dann muss ich hier quasi die Schneide neu hinschleifen. Und das mache ich, indem ich quasi von oben nach unten ziehe. Also, dass ich, hier sieht man es ein bisschen besser, das ist so oben anfangen und dann ziehe ich so nach unten. Das mache ich, damit die Schneide unten nicht so schnell ausglüht. Das mache ich so lang, bis ich hier eine akzeptable Schneide wieder habe. Bevor ich jetzt auf der Tomek die Schneide schärfe, ziehe ich die hintere Seite auf so einen groben Abziehstein ab, damit sie wieder sauber ist. So sieht es nach dem Abziehen aus. Bevor wir schleifen, trage ich einen Filzer auf. Das zeigt man dann, wo der Stein was nimmt. Jetzt geht es ans Einstellen. Brauchen wir die SE76. Ich lasse das Stemmeisen hier einfach ganz anlegen. So weit wie nötig spanne ich es raus. Jetzt stelle ich mir die Breite ein. Lasse ich es immer nur ein Drittel rausfahren. Und mache die Endschraube auf, dass ich nicht über den Stein rausfahre. So, jetzt stelle ich die Höhe ein. Ich drehe das so weit runter und kontrolliere das, indem ich das so anschaue, bis die Fläche halt aufliegt. Also ich mache das ohne die Schablone. Jetzt kontrollieren wir mal, was er nimmt. Hier sieht man jetzt, dass wir zu weit unten sind. Müssen wir dann mal nach oben. So sieht schon besser aus. Bevor wir das Stemmeisen abziehen an der Lederabzugscheibe, raue ich sie ein bisschen auf mit einer Feile. Anschließend trage ich die Abzugspaste drauf. Jetzt sind wir am Ende von unserem Video. Ihr habt es gesehen, so ein stark beschädigtes Stemmeisen bringt man wieder in Ordnung, da ist nichts dabei. Und ich hoffe, es wird in Zukunft ein bisschen besser aufgepasst.
und ich hoffe, ich konnte euch den einen oder anderen einen Trick zeigen. Ich bedanke mich wieder fürs Einschalten, würde mich wieder sehr über Kommentare freuen, ein bisschen Feedback, was hat euch gefallen, was kann besser machen. Da unterstützt ihr mich ein bisschen und damit kann ich besser werden. Bis zum nächsten Video, macht es gut, pfiat euch.